Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde zu Ephesus: Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christum. Liebe Geschwister, liebe Freunde, ganz herzlich begrüßen wir euch aus Blaubeuren. Durch Gottes Gnade haben wir dieses Jahr zum vierten Mal nacheinander die überörtliche Versammlungen, die wir Lagerversammlungen nennen. Warum Lagerversammlungen? Und wir sehen uns in der Tradition der früheren Lagerversammlungen der Gemeinde Gottes in Deutschland, Osteuropa und Amerika. Aus den Evangeliumsposaunen lesen wir, dass 1909 ungefähr die erste Lagerversammlungen stattgefunden haben. Und es waren die Versammlungen 10 Tage lang. Und damals war die Versammlung in den Zelten. Und wir lesen hier bei einer Einladung: Wer da kann, bringe Zelt und Bettbezug mit. Weide für Pferde ist genügend hier. Kost ist frei und wird durch freiwillige Gaben bestritten. So war es damals und wir freuen uns, dass wir in diesen Zeiten jetzt diese Lagerversammlungen, so genannt, auch hier in Deutschland das vierte Mal auch feiern dürfen. 2015 war das erste Mal hier diese Versammlungen und wir hatten auch ein Motto zu diesen Versammlungen gewählt, damals noch Gemeinde, Heiligung, praktischer Gottesdienst, göttliche Heilung und Mission. Danach haben wir 2016 ein Motto genommen: Ein jeglicher sei gesinnet, wie Jesus Christus auch war. Philipper 2, Vers 5. 2017 war das nächste Motto: Christus ist mein Leben, aus Philipper 1, 21. Dieses Jahr, 2018, ist unser Motto: Ich bin gekommen, damit Sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Johannes 10, Vers 10. Jesus Christus ist im Mittelpunkt unserer Themen und wir freuen uns, dass wir lernen dürfen, den Weg, den Jesus ist, die Wahrheit und das Leben. Und wie auch die letzten Jahre waren gesegnete Zeiten und so freuen wir uns auch dieses Jahr, dass Gott auch seinen reichen Segen geben wird. Ihm sei die Ehre. Amen.